Ich habe vor kurzem ein Video gemacht über die Möglichkeit, mit Triggern umzugehen, als man arbeitet sich an dem Trigger ab. Oder mit Triggern umzugehen, als man arbeitet sich an dem Raum ab, in den der Trigger hineinfällt. Sprich, mein Innenraum, meine Innenwelt, mein Nervensystem. Ein bisschen wie grundanfällig für Angriffe, Zweifel, Trigger, Probleme war ich denn, bevor Situation, Bemerkung etc. XY auftauchte. Und diesen energetischen Zustand, diese Innenwelt, dieses Nervensystem zu verändern, energetisch zu verändern, sodass was auch immer danach passiert, in einen anderen Raum fällt und vor dem Hintergrund andere Reaktion oder eben nicht Reaktion provoziert. Und über diese Möglichkeiten habe ich geredet anhand einer Analogie aus der Biologie und der Forschung zum Thema Immunsystem. Mit dem Zitat eines berühmten Biologen: Der Erreger ist nichts, das Milieu ist alles. Die Außenwelt ist viel schwächer, als wir glauben. Das Milieu, auf das diese Außenwelt einwirkt, nämlich dein oder meine Innenwelt, das ist das, was am Ende des Tages das Rennen macht oder aus der Kurve fliegt. Und dann eben Möglichkeiten, somatisch, Körperarbeit, Bodywork technisch, darauf einzuwirken, in welchem Zustand meine Innenwelt dann ist, wenn sie der Außenwelt begegnet, was sie ja tut in dieser Welt. Und zu diesem Video gibt es einen Kommentar, der in dieser Weise, sozusagen mit diesem Inhalt, häufiger auftaucht zu meinem Output. Und in diesem Fall ist der Kommentar nicht ganz korrekt zitiert, soweit ich erinnere. Streckenweise inhaltlich und faktisch falsch, leere Worthülsen, bla bla. Und ich möchte auf den ersten Teil von diesem Kommentar eingehen. Streckenweise fachlich inhaltlich falsch. Das Einzige, worauf sich dieser Mensch beziehen kann, ich weiß zufällig, dass es ein Mann ist, das Einzige, worauf sich dieser Mann beziehen kann, ist meine Referenz oder mein Zitat oder mein Verstandenhaben von dem Satz dieses Biologen in Bezug auf Innenwelt, Außenwelt, Energie, Milieu und so weiter. Sehe ich nicht, woher der Widerspruch kommen könnte. Oder möchte das zumindest, also sehe ich, ich sehe nicht, wo das getriggert worden sein könnte oder mit welcher Begründung. Also gehen wir davon aus, und man muss dazu sagen, ich habe mich jetzt nicht bemüht, jemanden falsch zu zitieren oder falsch zu verstehen. Das heißt, ich bin davon ausgegangen, das, was ich da zitiere aus der Welt der Naturwissenschaft, das ist fachlich, inhaltlich richtig, wenn es natürlich auch umstritten ist in einer Welt, die immer noch die Erreger viel mehr bekämpft als die Energielöcher, an denen entlang das Milieu, in das diese Erreger denn fallen oder nicht fallen, anstatt diese Energielöcher zu bekämpfen. Okay. Also, ich war inhaltlich falsch, gehen wir mal einfach davon aus. Dieser Mann hat recht und ich habe eine fachlich inhaltlich falsche Information geliefert. Und dazu interessiert mich der folgende Punkt. Erst einmal könnte ich sagen, wir können jetzt in den Loop gehen, oh, was stimmt denn? Das und das stimmt. Und das dann korrigieren. Und in einer anderen Diskussion oder einem anderen Gespräch wäre dafür sicherlich auch der Raum. In diesem Thema interessiert mich, was wäre denn so schlimm daran, wenn ich inhaltlich oder falsch informiert habe?
über eine Errungenschaft oder einen Irrtum der Naturwissenschaft oder von einer einzelnen Strömung von Naturwissenschaftlern. Was wäre so schlimm daran? Ich könnte viel informiert haben über einen Bereich, um den es mir in dem Video gar nicht ging, sondern es ging mir darum, an einer Analogie oder einem Beispiel ein Prinzip klarzumachen, das wo ganz anders gelagert ist. Und es ist fast schade, wenn ich in einem Video von einem schlecht gewählten oder falsch gewählten Beispiel aus das Kind in dem Sinne mit dem Bade ausschütte, dass ich denke, es sei ums Badewasser gegangen. Es ging aber immer ums Kind. Wie bewege ich denn meine Innenwelt in einen Zustand einer solchen Ausstrahlung, einer solchen energetischen Lebendigkeit, dass Erreger der Außenwelt zumindest sehr, sehr viel später nur noch greifen? Das heißt, an diesem Punkt finde ich es, wenn ich genauer hinspüre, gar nicht so tragisch. Auch wenn ich sehr wohl merke, was für ein Tabubruch das ist, mich als Senfspenderin in einem Video zu verhalten und dann Dinge zu sagen, die fachlich oder inhaltlich falsch sind. Aber selbst an dieser Stelle, und darüber möchte ich, glaube ich, in einem anderen Video nochmal reden, selbst an dieser Stelle ist es irgendwie schön, das Tabu zu brechen. Man darf ja nur über Dinge reden, die wissenschaftlich wahr sind. Und für mich sind auch Wahrheit und Wissenschaft zwei sehr verschiedene Dinge. Und der Wert in diesem Video ging mir eigentlich analog zu dem Thema inhaltlich des Videos gar nicht um den Inhalt, sondern um die Energie. Und das finde ich schade, wenn wir uns daran aufhalten, was ist denn wahr und nicht wahr in dem Inhalt der Worte. Denn das, worum es in dem Video und für mich grundsätzlich in Sprache und in dem Sinne leeren Worthülsen oder nicht leeren Worthülsen, ist nie die Information. Es ist nie der Inhalt, es ist nie die Aussage. Es ist immer, welche Energie kommt darüber? Nicht im Sinne von mir zu dir kommt eine Energie, aber im Sinne von, welchen Raum aus Energie kann eine bestimmte Wortkombination oder Inhaltskombination, sei sie noch so wahr, sei sie noch so falsch, in diesem Moment gerade transportieren mit der größten Wahrscheinlichkeit, dass das klappt. Bei den meisten Menschen, und ich schließe da natürlich von mir und meinem kulturalisierten Nervensystem in dem Sinne auf beides und hoffe, dass ich kollektive Schnittmengen erreiche, kollektive Mehrheiten, weil wir dann doch gar nicht so individuell sind. Und an dem Punkt ist es spannend, weil wir an dem Punkt der Kraft von Worten und der Leere oder Nichtleere von Worthülsen nochmal ganz anders begegnen können. Nämlich, was wäre, wenn Worthülsen nie leer oder nicht leer sind? Entlang dessen, was sie in einem schwarz-weiß gedruckten Buch aussagen würden. Sondern wenn sie immer dadurch gelehrt oder gefüllt werden, was in uns dadurch passiert. Und vielleicht ist der Wert und in dem Sinne die temporäre Wahrheit von Worten ihr Potenzial, die Erwartung zu stören. Vielleicht schimmert die Energie, die Worte potenziell haben, auf, nicht entlang dessen, was alle schon abgesegnet haben, sodass sie mir ein YouTube-Video durchgehen lassen, weil es inhaltlich und fachlich halt nicht falsch ist. Sondern vielleicht schimmert die Energie viel eher dort auf, wo es falsch ist. In dem Sinne, wo es stört. Nicht, weil es wahr wäre, weil es falsch ist. Es ist falsch, weil es falsch ist. Aber es macht mich wach. Es stört. Es behauptet etwas anderes. Es fällt aus meiner Welt. Und ein Stück weit falle ich mit.
Und wenn ich dann zurückfalle in meine Welt, dann bin ich um einen Ausflug und um eine wiedervereinte Gegensätzlichkeit reicher. Und in diesem Sinne, nicht nur in diesem Sinne, aber in vielen, in vielerlei Hinsicht, auch ganz einfach aus dem heraus, dass ich es nicht werde vermeiden können, so sehr ich es auch versuche und natürlich versuchen werde weiterhin. Ich bin so voll von fachlichen Irrtümern. Dem entrinne ich sowieso nicht, aber vielleicht kann es in mir so viele Dinge stören, wie viele Irrtümer mich innen und außen umgeben, dass ich energetisch lebendiger werde. Was hieße, mein Milieu beginnt so zu leuchten, dass mich weniger Dinger der Außenwelt triggern. Das heißt, die Störung, der Unfrieden macht meine Innenwelt in der Begegnung mit der Außenwelt viel eleganter, friedlich als die Konformität.